Ja. Aber vom Bus selber muss ich sagen, habe ich auch schon im ersten Video zum Aachen-Add-on gesagt, wirklich begeistert. Ich finde ihn gut. Außer dass das kein Mercedes-Stern drauf ist, aber da kann man sich ja nachmodden. Ist ja jetzt nicht so, dass das nicht gehen würde. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Ich meine, eben für den Preis kann man nichts falsch machen. Also es gibt da wirklich andere Add-ons, die sind viel, 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 also das Doppelte von dem Preis etwa. Und da muss ich wirklich sagen, es gefällt mir. Es ist übrigens keine Produktplatzierung. Ich kündige die Sachen ja immer an, wenn sie Produktplatzierungen wären. Ne? Guck mal ganz kurz noch schnell von draußen. Halt. Ja, doch. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Der Haltestelle ist da vorne. Nur nicht irritieren lassen, Linus. Hier ist die Haltestelle. Wenn er reagieren würde. Der Bus ist da. Die Chakri ist da. Löchen. Hallo. Pech gehabt. Ich warte nicht auf ich. Ja, Pech gehabt. Ja. Gott, das ist furchtbar. Ich glaube echt, ich nehme ein anderes Waschmittel das nächste Mal. Nee, ihr müsst echt entschuldigen, aber das beißt. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist. Also sorry, nee, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ich will mich nie waschen, um Gottes Namen, aber es ist halt mit dem Waschmittel einfach. Einfach. Ach ja. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten. Übrigens mit dem Licht, ich weiß, es ist ein bisschen suboptimal, aber so wird es noch blöder aussehen. Deswegen, ja. Hi. Immer dieser magische Knopf, den man, wenn man ihn nicht drückt, der Bus nicht fahren will. Was ja auch kein Wunder. Also ich meine, ich lasse Bus auch sagen. Nö, mit dir fahre ich nicht rum. Du bist so schlecht. Wobei ich muss sagen, ich versuche meinen Fahrstil wirklich auch mit jedem Video zu verbessern. Wie gesagt, hier mit dem Joystick zu fahren, ist halt. Es dauert noch, bis das richtige Dashboard kommt. Ich habe zwei in Aussicht. Bis es kommt. Sagen wir es mal so, nee, nicht bis es kommt. Wegen, genau, Anekdote mal, ein bisschen Real Talk erzählen, ja. Das Dashboard selber, das hätte, oder das, da habe ich einige gefunden,
Aber ich wollte unbedingt eins vom Citaro. Unbedingt. MAN, also die alten MAN. Ja. MAN-Busse, die es ja so gesehen gab, die waren alle. Die waren schon von der Qualität nicht schlecht. Aber wirklich bei aller. Wirklich bei aller Liebe. Ja, ja, oh Gott, hier nächstes Mal aussteigen, ja. Die waren von der Qualität, sagen wir mal so, nicht schlecht. Das Problem an der Sache war vielmehr, dass, naja, wie soll ich sagen? Ich wollte unbedingt ein Citaro und kein altes MAN-Dashboard, E4, O405 oder so. Die haben auch ihren Reiz, ganz klar, aber ich weiß nicht, ich bin so... Ich sag doch, es ist Funk drin. Das ist einfach nur zu krass. Cool. Nein, also gerade diese kleinen Sachen wie Funk und so werten das Spiel ungemein. Ist zumindest meiner Meinung nach auf. Ungemein. Jetzt Moment, bevor ich die Türen aufmache, ich bin nicht blöd, ich will erst gucken, fährt hier auch meiner? Ah, fährt. Hallo. Hallo. Seht ihr, hier würde es zum... im Blockverkehr. Aber meiner ist ja nicht im Blockverkehr, von daher... Ich da gezielt dran vorbeidüsen. Also wenn der Entwickler das hier sehen sollte, dann einen dicken Daumen nach oben für dich wirklich. Oder für sie oder für dich. Weil ich finde gut. Außer jetzt die Ansagen. Guten Morgen. Aber sonst, ich meine gerade auch eben die eben, ich hab's ja angesprochen, diese Funksprüche. Ich denke mal, das werde ich auch in dem ersten Titel verwenden. Funksprüche. Weil ist ja auch so. Ist ja kein Clickbait in dem Sinne. Sondern, stimmt ja, es waren ja Funksprüche zu hören. Ja genau, da vorn bin ich entlang gefahren. Damals. Hier sind wir richtig. Viele Leute. Komm, macht jeder, ich mach schon. Oh, du Sackaffe. Verzeiht mir. Einmal Kurzstrecke bist du also. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, ja, Entschuldigung? Ja, ja, alles gut, Bahnhof Roten Erde. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Hallo? Ja, immer mit der Ruhe, alter Hallo. Sack. Ja, jetzt ist doch mal still hier. Hallo. Hi, wir können doch wieder aussteigen. Hallo? 10 gegeben. Haben sie es nicht passend? Mann. Wären 2, 4, 6, 8, 10. Dankeschön. Morgen eine Fahrkarte bitte.
Eine, also ein, genau. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja, jetzt immer hier, könnt ihr mal diesmal alleine, ja? Ich glaube, da haben sie mir zu viel rausgegeben. Hä? Entschuldigung, da fehlt doch noch was. 70? Ah, ja, Entschuldigung. Manfred, hi, schön, dass du da bist. Ein Manni kommt selten allein. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Das sind genau so Situationen, wo ich Omsi am liebsten einfach in die Ecke schmeißen würde, ja? Wenn genau das jetzt ist, was ihr seht. Das Schlimme ist, ich muss jetzt ein bisschen warten. Das sind genau so Situationen, wo man wirklich einfach warten muss ein bisschen und Geduld haben muss und hoffen, es stürzt nicht ab. Ja? Weil, ich hätte gerne Karte für eine Kurzstrecke. Geht doch. Ja? Seht ihr, das geht doch. Oder auch nicht. Nein! Hey, das darf doch auch nicht wahr sein. Das Omsi ist sowas von Mistscheiß. Verzeihung, schlecht programmiert. Glück gehabt. Also, was willst du, Teufel? Kurzstrecke, gell? Sie haben mir keinen Fahrschein ausgegeben. Ja. Immer mit der Ruhe, Mädel. Hier, prom, friss und stirb. So. Nee, also, du hast mir eins. Das wären 50, 30. Gerne. Ich habe jetzt echt fast einen Herzkasper bekommen. Aber jetzt mal ohne Mist, wirklich, weil... Ich meine... ja, ne? Kaiserplatz. Nee, also ganz ehrlich, das Spiel Omsi ist immer noch schlecht programmiert. Also, ich meine... Wenn ich jetzt in Betrieb wäre und ich müsste mich auf dieses Spiel verlassen, dann kann ich es in die Tonne kloppen, weil eben genau wegen solchen Dingen denke ich mir, warum Omsi, warum? Ja. Wo befinden wir uns denn aktuell? Beziehungsweise der... Also wir sind am Scheibenstraße, ist der nächste Halt. Scheibenstraße. 1, 2, ja. Ach, und Manfred, seht ihr hier? Hier ist Manni, der mit seinem Sohn Klößchen... Okay, Oh Gott. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt übrigens groß genug, Leute. Ich kann das Spielchen nochmal machen. Also, so wäre jetzt echt ein bisschen zu groß. Oder noch viel zu groß. So wäre zu klein. Also, ich glaube doch, dass das so am besten ist für uns alle. Häng dich nicht wieder auf, ey, komm schon. Meine, ist ja furchtbar. Da frage ich mich so ein bisschen, was programmieren die Entwickler von Omsi eigentlich, wenn das so miserabel läuft?
Und das in Anführungszeichen, obwohl ja OMSI für mehrere Prozessoren entwickelt wurde. Aber da sieht man halt mal auch ich mit meiner 1080 Ti, was ja momentan eine mit der besten Grafikkarte auf dem Markt ist. Wenn nicht sogar die beste, nee, eine mit der besten, nicht die beste. Was? Da sieht man einfach, das Spiel ist programmiert. Und zwar ganz programmiert. Da frage ich mich echt so ein bisschen, warum kommt da kein richtiger Patch nach, der wirklich funktioniert? Und nicht dieses Halbgemüse da. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann. Echt jetzt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte. Ja, jetzt mal hier gerade aussteigen hier. Oh. 10, 1. So, ich meinte, wenn das an ist, dann muss ich einfach nur gucken wegen dem anderen Verkehr, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Ihr könnt mich aber auch gern, ihr könnt aber auch gerne in die Kommentare schreiben, ja, was ihr noch so für Wünsche hättet zu Aachen. Ich kann euch aber ganz kurz sagen, was noch offen ist an wobei, das mache ich lieber nachher, an Linien, eben die 33, Kollege, ich blende euch nachher, glaube ich, mal das Ganze einmal ein. Juhu, ich habe wieder eine eigene Busspur. Das ist doch hervorragend. Und grün, danke, danke. Ich bin, glaube ich, in der letzten Folge einfach zu langsam gefahren. Aber wirklich viel zu langsam. Aber ich bin mit nicht wirklich großer Verspätung reingekommen. Also muss man auch sagen. Also, ich habe Folgendes. Ja. Ich zeige euch nachher. Bella Glupsi. Elsassstraße. Ja, ja, meine Kopfhörer mal rein, raus machen. Also, ich kann nicht ja mal... Boah, fällt der Scheiße. Dann nächste Mal könnt ihr aussteigen, wenn ihr wollt. Und zwar hier und jetzt. Also, ich zeige euch doch mal ganz kurz, genau, was ich... Gut, das kann ich vergessen. Ich zeige es an älterer Stelle. Weil sonst baue ich hier noch einen Unfall und ich bin jetzt hier schadenfrei durchgekommen. Das möchte ich auch gerne in Zukunft. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Nein, nachher. Das ist ja nicht die ältere Stelle, Linus. Die kommt erst jetzt. Noch einer ran. Da nicht. Pech gehabt. Und kein Funkspruch mehr rein. Bahnhof Rote Erde.
Nein. Kommt echt kein Funkspruch mehr rein. Aber auch hier sagt... Aber... Autsch. Aber auch hier sagt er nicht Endhaltestelle, also... Oder ist es normal in Aachen? Es soll ja Verkehrsbetriebe geben, bei denen das, warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz, normal ist. Aber, ne? Also laut OBS habe ich jetzt... Also wenn ich jetzt mal hier bei auf OBS gucke, habe ich jetzt flüssige 60 Bilder pro Sekunde. Das Interessante ist, das Bild, was ich hier auf dem Monitor sehe und das Bild, wie ich es hier sehe, bei dem auf dem Monitor, sieht es wirklich richtig, richtig scharf aus. Also ja, nicht, dass es auf dem Monitor nicht gut aussehen würde, aber ich sehe halt schon einen kleinen Unterschied irgendwo. So, jetzt gucken wir mal überall, okay. Gut, hier ist natürlich zu früh, ist natürlich klar. Aber ich könnte jetzt noch zurückdüsen und zwar Linie 73 wieder Bahnhof Rote Erde Route 1. Dann würde ich eben AES der gute Einstieg. Könnte ich jetzt fahren, mache ich jetzt nicht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch allen wieder fürs Zuschauen. Und bin mal sehr gespannt, was er so sagt, was ihr auch so an Verbesserungsvorschlägen vielleicht für mich habt. Und ich mache immer den Motor aus. Ich sage tschüss, danke fürs Zuschauen, bis dann und tschüss. Genau, was ich, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich habe euch ja noch versprochen, noch das mit den Linien zu sagen. Also. Und zwar haben wir folgendes Szenario. Machen wir hier. So, also. Ich bin 73 Uniklinik Bahnhof Rote Erde bin ich jetzt abgedüst. Und Linie 33. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin... Gut, die Route, die ich gefahren bin, ist gar nicht drauf. Komisch, aber gut, wie dem auch sei. Jedenfalls könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Warte mal. Ups, bisschen kleiner. Welche der Linien, die ich hier... Ach Gott, wieso macht das denn so? So, welche Linien, die ich hier seht... Hier oben nochmal so. Welche, euch zusagen, bei welchen ihr sagt, doch, das wäre jetzt noch gut zum Fahren. Wie gesagt, Linie 33 und 73 habe ich zur Auswahl. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare posten, was ihr so sehen wollt. Ich verabschiede mich diesmal und sage tschüss. Hab mich gefreut, danke fürs Zuschauen. Bis dann und ja, und tschüss.